Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video von eurer Gameplayerin. Ja, wie ihr schon seht, wir befinden uns wieder im schönen Tamriel oder in diesem Fall im besetzten Tamriel. Und ich hoffe, dass ihr gerade das Flugzeug im Hintergrund nicht hören müsst, über das ich gerade versuche, drüber hinwegzuschreien, weil es hier so laut ist. Ja, wir haben die meines Wissens nach letzte Aufgabe, glaube ich, vom Dominion noch vor uns. Und ich würde sagen, da gehen wir einfach mal hin und starten die direkt. Also nicht... Bleibt stehen! Ersthalt wird belagert. Ihr müsst wieder auf die Hauptstraße zurückkehren. Ja, ja, ja. Ich wollte nicht reinreden. Ich meinte eigentlich nicht die letzte Aufgabe vom Dominion, sondern die letzte Aufgabe von dem Gebiet, wo wir gerade drin sind. Also Auridon. So. Ich bin gekommen, um euch vor einem Angriff der Dedra zu warnen. Aber es sieht so aus, als käme ich zu spät. Traurigerweise ja. Der Angriff ist in vollem Gange. Bleibt stehen! Ersthalt wird belagert. Ihr müsst wieder auf die Hauptstraße zurückkehren. Kann ich helfen? Ich habe in der Vergangenheit mit Rasumdar gearbeitet. Seid ihr eine von Ras Leuten? Mara sei Dank. Wir könnten eure Hilfe gebrauchen. Es gibt überall Dedra. Portale ins Reich des Vergessens haben sich in der Stadt geöffnet und eine Armee dieser Bestien droht, Ersthalt zu erobern. Wer hat die Portale geöffnet? Es ist für mich schwer zu glauben, aber Berichten zufolge steckt Sippenhochfürstin Estre dahinter. Wir halten hier noch die Front, aber das könnte sich jeden Augenblick ändern. Schlachtenvogt Urkelmo hat einen Läufer losgeschickt, um Hilfe zu holen. Er hat anscheinend einen Plan, um mit diesen Bestien fertig zu werden. Ich suche sofort den Schlachtenvogt. Er ist in der Halle der Magiergilde. Geht einfach geradeaus und über die Brücke. Trinimax Klinge behüte euch. Wie hat Estre das geschafft? Der Sippenhochfürst wusste nichts von ihrem Verrat. Er hat sie in die Stadt geführt und das war's dann. Nachdem die Tore in die Totenländer sich öffneten, verloren wir den Kontakt zu Rilis. Ich hoffe, dass er noch lebt. Die Totenländer? Merun ist Dagons Ebene des Vergessens. Es ist ein Ödland. Dort gibt es nichts außer Felsen, Lava und Dedra. Als sich die Tore öffneten, konnte ich einen langen Blick darauf werfen. Und dieser Geruch. Maras Herz hat dieser Ort gestunken. Ihr habt gesprochen, als würdet ihr Rasumdar kennen. Er ist hier. Er ist gleich nach dem Schlachtenvogt hier aufgeschlagen. Er sagte etwas über die Unterstützung der Seesoldaten und der Gilden. Ihr wisst, wie er ist. Wisst ihr, was Urkelmo vorhat? Estre hat eine Barriere um das innere Kastell erschaffen. Wir müssen einen Weg an ihr vorbeifinden, um an die Portale heranzukommen. Ich denke, der Schlachtenvogt und der Gildenleiter planen, dieses Ding zu knacken wie eine Eierschale. Mit einem Frontalangriff. Okay, dann... Ihr standet zwischen den Menhiren von Tanselville. Auriel sei gepriesen. Ja, ich weiß. Ich stand überall dazwischen. Wir werden allerdings reiten... wir müssen geradeaus. Dann müssen wir uns nämlich nicht mit jedem hier anlegen. Das war die falsche Seite. Doch. Nein! So, ja. Wenigstens bin ich... Heilst du dich mal? Wenigstens bin ich jetzt im Wasser und kann nicht mehr brennen, wollte ich gerade sagen. Aber das funktioniert natürlich trotzdem. Hier war eigentlich die Brücke, über die ich wollte. Ja, und ihr seht, wie viel Schaden man aktuell schon reinbekommt. Das ist ja seit den letzten zwei Updates oder so immens geworden. Und das wollen sie jetzt noch verschlimmern. Es ist im Moment einfach nur noch grausam. Kommt und holt uns doch! Sterne am Himmel. Ihr wisst nicht, wie erleichtert... Hallo, geht es noch? Ich bin mich hier gerade am Unterhalten, Arschloch. Sterne am Himmel. Ihr wisst nicht, wie erleichtert ich bin, euch zu sehen. Ich hoffe, ihr seid fest entschlossen. Ein schwieriger Weg liegt vor uns.
Sagt mir einfach, was ich tun soll, Urkelmo. Estre hat das Kastell mit einer mächtigen Barriere versiegelt. Sie wird von Schutzzaubern mit Energie versorgt und von Dremora beschützt. Hebt diese Schutzzauber auf, dann können wir die Barriere auflösen. Wie heben wir die Schutzzauber auf? Zinien, eine der Gildenmagierinnen, hat einen Plan. Wir haben diese Halle hier zurückerobert, damit wir Zugang zu einer Quelle magischer Energien haben. Geht hinein. Sie wird euch sagen, was zu tun ist. Viel Glück, Schlachtenvogt. Trinimak, führe eure Hand und möge er uns alle beschützen. Könnt ihr diese Stellung halten? Wir kommen schon klar. Wir haben sie bis jetzt aufgehalten, wir halten auch noch etwas länger durch. Konzentriert euch nur auf das, was Sinjen euch zu sagen hat. Wer sind diese Verteidiger? Es sind keine Seesoldaten. Erst halt darf nicht fallen. Wir haben unsere schärfsten Klingen gezogen. Seid ihr neugierig auf diese Leute? Wer sind diese Magier? Sinjens Zauberwirker, Magier aus der Gildenhalle. Üblicherweise würden sie gerade mit einem guten Buch am Kamin sitzen oder irgendeinen obskuren Trank brauen. Aber sie erweisen der Gilde Ehre, indem sie uns den Rücken stärken. Die Waldelfen und Khajiit in Leder? Rasumdars, Leute. Die Augen der Königin. Ich weiß, dass ihr schon mit ihnen gearbeitet habt. Üblicherweise würden sie nie so offen agieren. Die Katze sagt, wir ziehen unsere Klinge nicht im Tageslicht. Aber jetzt sind sie hier und sorgen dafür, dass wir diese ganze Sache überleben. Die Soldaten in den schweren Rüstungen? Wer sind die? Meine persönliche Elitegarde. Wir nennen sie die Krallen. Die Königin hat ihre Augen. Ich habe meine Krallen. Mit den Krallen und den Seesoldaten stellen sich die besten Klingen Auridons gegen das Reich des Vergessens. Die Königin hat ihre Augen, ich habe meine Krallen. Das hört sich irgendwie cool an. Okay, dann gehen wir mal rein in die Magiergilde. Hier drüben, Initiandin. Ja, aber ich würde gern vorher noch ein Buch lesen. So. Seid gegrüßt. Ich habe eine Nachricht von Valaste, Meisterin der Inkunabula, für euch. Eine Nachricht für mich? In der Tat. Sie hat eine Aufgabe für euch. Ihr werdet mit ihr sprechen wollen, sobald ihr könnt. Moment. Nein, mit ihr soll ich gar nicht sprechen. Das ist nämlich die nächste Magier-Gilden-Quest. Die müssen wir natürlich auch machen. Aber dann spreche ich erst mit ihr, bevor wir die Quest machen. Ich muss mit Sinien sprechen. Willkommen in Ersthalt. Zu dieser Jahreszeit ist es einfach so schön. Die übrigens die gleiche Stimme hat. Okay, ich war schon an netteren Orten. Nun gut, ich schätze, ihr habt nicht zufällig so ungefähr 100 Klingen hierher geführt, oder? Nein? Na schön, in Ordnung. Es wird Zeit, dass ihr mehr von der Stadt seht. Was muss ich tun? 2 Schutzzauber versorgen die Barriere um das Kastell mit Energie. Hier in der Halle bündeln wir unseren Willen. Wir schärfen ihn zu einer Speerspitze. Jeder für sich sind wir einem dätrischen Fürsten nicht gewachsen. Gemeinsam allerdings hat uns Estres Magie nichts entgegenzusetzen. Hier in der Halle? Also werdet ihr mich nicht begleiten? Ihr seid aber schlau. Wir müssen hier bleiben, um das Ritual mit Energie zu versorgen. Ihr dient als unser Fokus, als unser Werkzeug in der Welt. Fokus? Nehmt diesen Talisman und findet die Schutzzauber. Einer liegt im Ostteil der Stadt, der andere im Westen. Deutet einfach nur mit dem Talisman auf sie und konzentriert euch. Den Rest erledigen wir. Ich werde mein Bestes geben, Sinien. Denkt daran, dass das Ritual ein wenig Zeit braucht, ehe es Wirkung zeigt. Ich würde erst die Daedra vernichten, in der Annahme, dass ihr nicht gefressen werden wollt. Oh, und grüßt Rasi von mir. Rasi? Rasumdar ist irgendwo da draußen? Auf jeden Fall. Hat Urkelmo es euch nicht gesagt? Er versucht für uns, Schwachpunkte in der Barriere zu finden. Sobald dieses Ding fällt, wird er sicher auftauchen. Ich würde im Innenhof nach ihm Ausschau halten, nach eurem Sieg. Ja, dieser Kater kommt irgendwie immer nur dann, wenn die Drecksarbeit schon erledigt ist. Also was ich eigentlich meinte, ist, dass die genau die gleiche Stimme hat wie Valaste, wo es hier rumging. Was ich aber nicht annehmen möchte, sondern dazwischen dann mal machen werde mit der Magiergilde.
Das werden wir aber nicht mehr heute machen. So, der erste Punkt ist direkt hier. Ja, noch können wir etwas Schaden machen. Bald, wie gesagt, nicht mehr allzu viel. Oder beziehungsweise ein Drittel Schaden weniger. Geschafft. Nur noch ein Schutzzauber. Das wird dann alle Leute... Ach, da wollte ich gar nicht... Ja, da wollte ich nicht hin. Entschuldigung, ich kann mich nicht bewegen. Hallo? Ich habe auf die Karte geguckt und bin dann einfach gerade ausgeritten. In dem wohlweislichen Glauben, dass ich richtig rumreite und habe das Portal nicht gesehen. Guten Tag. So. Hallo, ich bin hier gerade einen Zauber am Schließen. Könnt ihr mal aufhören, mich hier zu unterbrechen? Penner. So, habt ihr jetzt davon. So, nachdem wir jetzt die beiden natürlich gemacht haben, können wir eher... Wir können immer noch nicht davon spielen. Ah. Hä? Ach so, der hat das nicht angenommen. Kann ich jetzt hier endlich weitermachen? Nee, kann ich wieder noch nicht. Auch könnt ihr mich denn einfach mal in Ruhe lassen, Leute? Ganz ehrlich, ich habe hier eine Aufgabe. Basti, kümmere dich jetzt mal um die. Ich dachte, der hat das schon längst gemacht. Die Schutzzauber sind gebannt. Findet Rasumdar. Von ihm erhaltet ihr weitere Anweisungen. Wenn man zu schnell wieder weg ist. So, hi Rasi, oder wie meine hat gesagt? Freundin. Freut mich, euch wiederzusehen. Euer Talisman? Rasumdar sieht, dass ihr Senien getroffen habt. Eine fröhliche Person, nicht wahr? Sehr. Was ist unser nächster Schritt? Wir erstürmen das Kastell und alles, was dahinter liegt. Dieser denkt, dass Estre wohl gerade sehr wütend sein muss. Sie hat sich voll auf Dagons Seite geschlagen und jetzt das. Uns steht jetzt nichts mehr im Weg. Estre ist verwundbar. Aber Tamriel steht den Totenländern noch offen. Das darf nicht sein. Wir müssen ihre Tore schließen. Die Bedrohung durch die Daedra beenden. Wie schließen wir die Tore? Jedes Tor wird durch einen Siegelstein aufrechterhalten. Tretet durch das Portal. Findet den Stein und vernichtet ihn. Ras nimmt an, dass sie bewacht werden. Ich sollte also vorsichtig sein, ja? Genau so, meine Freundin. Viel Glück da drin. Ras wird sich mit Orkelmo und den anderen treffen. Sorgt dafür, dass es erst halt bei eurer Rückkehr überhaupt noch gibt. Viel Glück, Rasumdar. Ja, dann stürzen wir uns doch mal in dieses überhaupt nicht bedrohlich aussehende Portal. So. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir müssen darum. Übrigens, im Nachhinein ist es doch irgendwie lustig, wie die Totenländer jetzt schon erwähnt wurden. Ist mir ja, trotz, dass es mein zweites Let's Play ist, was ich jetzt dazu aufnehme, also mit dem zweiten Kanal und dem zweiten Char auch, ist es mir ehrlich gesagt vorher noch nie aufgefallen. Also, ich habe es mal mitbekommen natürlich, ich habe es auch gehört und verstanden, aber so richtig aufgefallen ist es mir nicht, weil es gab ja jetzt letztes Jahr, glaube ich, war das, die Totenländer als DLC. Und ja, da ist es schon recht lustig irgendwie. Ich dachte, ich müsste noch eins mehr machen, okay. So, wir müssen jetzt rechts und links hin. Ich bin direkt hinter euch, Partnerin. Immer durch die Portale. Das heißt, wir halten uns so weit wie möglich natürlich von den Gruppen fern, damit wir nicht so viel Zeit dafür brauchen, das zu machen. Ich sehe wieder nichts. So, schön auf die Flammen aufpassen. Die gerade nicht rauskommen wollen. Okay, hier kommt es aber. Ja.
habe wieder was Neues erspäht. Sehr schön. Beziehungsweise erspäht habe ich es noch nicht. Ich habe eine neue Spur. Der Tag wird unser sein. Im Laufschritt! Das heißt, wir müssen jetzt hier rum. Der sieht mich nicht. Ich stehe hier zwar ganz offen hinter den Flammen, aber er sieht mich nicht. Das ist immer sehr schön. Lauf durch, lauf durch. Wieso hat die mich gerade gestunt? Das war jetzt aber nicht nett. Könnte vielleicht einer da draußen mal das Auto ausmachen, was jetzt seit über 5 Minuten am Klappern ist, wie so eine alte Schrottmühle? Es hat etwas Wunderbares, ohne Ziel durch die Straßen einer Stadt zu streifen. Und dann heißt es, die Leute sind Umweltsünder, die vielleicht das Licht mal zu lange anlassen oder so. So. Drum, drum, drum. Einmal hier rum. Ich wollte gerade sagen, ist das Portal jetzt weg? Ja, ich glaube, das Auto ist gerade verreckt. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt auf der Aufnahme, aber es hört sich gerade tatsächlich so an. Ah, sehr schön. Ausrammen! Auch noch eben. So, wir müssen hier rum, glaube ich. Ist immer so lustig, wenn die einen dabei zusehen, wie man vor deren Augen mit anderen kämpft, die dann aber total überrascht sind, dass man dann plötzlich vor der Nase steht. Verteilen. Also die Reaktion ist manchmal ein bisschen komisch. Ich habe ja jetzt auf... ich habe es noch nicht hochgeladen, sagen wir es mal so, aber ich habe jetzt ein neues Let's Play auch angefangen. Das ist so ein Sandbox-Spiel, nennt sich das. Man craftet, man muss Gegner töten und so weiter. Man muss euch zu unterschätzen, Skills richtig einsetzen. War ihr letzter Fehler. Und da ist es so, dass teilweise die Gegner angelaufen sind so kommen, lebendig, wechselhaft, wenn man noch unsicher, Kilometer weit von denen entfernt ist. Manche und hier gut, stehen sie wirklich vor böse. Der Nase, manche also machen sehen Geschenke, einen und das interessiert die nicht. Das ist irgendwie ganz lustig. Ras? Dann nehme ich erstmal das Buch. Also würde ich ihn jetzt hier angucken. Wo kommt ihr denn jetzt wieder her? So. Hallo. Die Tore sind geschlossen. Und Tamriel ist ein kleines bisschen sicherer. Was haltet ihr davon, Estre zu töten? Wo ist der Schlachtenvogt? Er und Sinjin sind schon drin. Wir müssen noch ein letztes Portal schließen. Sippenhochfürstin Estre hängt an Dagons Robenzipfeln. Sie versteckt sich in den Totenländern. Werdet ihr mich begleiten, Ras? Es wäre Rasumdar eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen. Folgt ihm, er geht voran. Ich folge euch auf dem Fuße. Dieser hier wird die Tür öffnen. Genau, macht die Tür auf. Oh, ich wollte gerade sagen, wir looten in der Zeit ein bisschen, aber ist mal wieder alles leer hier. Gut, ihr seid beide hier. Wir holen uns Estre. Ja, machen wir. Estre, zeig dich. Du möchtest gern Schleierkönigin. Lasst uns das beenden. Ja, was wir beenden haben wir das. Denn? Ihr wart. Die Macht von Merunes Dagon herauf. Zu mir, Flammenatronachen! Jetzt passiert Estre, was extrem nervig ist bei diesem Boss. Der ist jetzt bei 51% gesperrt, aber steht nicht drin, dass er nicht angreifbar ist. Komischerweise. Und ist aber erst wieder angreifbar, wenn wir die ganzen Ads drumherum erledigt haben. Warum das nicht angezeigt wird? Keine Ahnung, normalerweise ist dann ja so ein... Wie so ein Schild sieht das macht aus. Mich krank. Wie ihr Bauernopfer euch. Zu mir, Flammenatronachen! Ja, und bei 11% auch wieder. Also richtig runterbürsten kann man den nicht. Das ist tierisch nervig, ehrlich gesagt.
Da! Hä? Wo kommt der denn jetzt her? Wieso kann ich den nicht angreifen? Jetzt. Nein. Doch. Zerstört den Stein. Wir treffen uns in Tamriel. Okay, mache ich. Estre tot. Rilis gefunden. Rasumdar hätte nicht mehr verlangen können. Selbst dieser muss zugeben, dass ihr gute Arbeit leistet. Der heutige Tag hätte ganz anders ausgehen können, wenn ihr nicht den Angriff geführt hättet. Was nun, Ras? Königin Eiren ist eingetroffen. Sie ist draußen mit ihrem Gefolge. Dieser ist sicher, dass sie euren Bericht hören wollen wird. Geht. Wir unterhalten uns bald wieder. Wie ihr wünscht. Ja, aber vorher muss ich hier nochmal einen Brief an Estre mitnehmen. Ich wollte gerade noch sagen, der sieht aus wie der Brief, den wir schon kennen. Da hinten ist keiner mehr. Nein. Eiren, altes Haus. Der Schlachtenvogt sagte mir, dass Estre tot ist. Ich betrauere ihren Verlust. Sie ist die Vergangenheit und ihr seid unsere Zukunft. Euer Dienst an unserem Volk war vorbildhaft. Ihr habt euch als wertvoller Gewinn für das Altmeri-Dominion erwiesen. Vielen Dank, Euer Majestät. Unter all jenen, die meine Stimme achten, werdet ihr in Ehren gehalten und immer willkommen sein. Unsere Allianz aus drei Völkern ist zerbrechlich, aber prachtvoll. Mit euch in ihrem Herzen bin ich sicher, dass das Bündnis und der Pakt bald lernen werden, den Schrei des Adlers zu fürchten. Ja, und wir haben Estres Schreckensstab erhalten, also sprich den Froststab Eleganz der Königin. Und natürlich einen Fertigkeitspunkt. Sippenhochfürstin Estre mag zwar besiegt sein, aber es gibt immer noch jene, die sich dem Dominion entgegenstellen würden. Das Schleiererbe ist der Beweis dafür. Sippenhochfürst Rilis und mir steht noch viel Arbeit bevor. Wie könnte ich behilflich sein? Der König der Waldelfen hat mich darüber in Kenntnis gesetzt, dass etwas Unmut in Eldenwurz, unserer Hauptstadt, aufgekommen ist. Trefft euch mit König Camoran Eradan und arbeitet daran, diese Zwietracht zu beenden. Sobald die örtlichen Angelegenheiten geregelt sind, treffen wir uns in Eldenwurz. Wie gelange ich nach Eldenwurz? Reist nach Himmelswacht und sucht nach Kapitän Jimila. Ich habe gehört, sie wäre ein verlässlicher Kapitän mit einem schnellen Schiff. Sie kann euch zum Hafen von Anfurt bringen. Das ist nur ein kleines Stück südlich von Eldenwurz. Und falls sie sich irgendwie anstellt, dann richtet ihr aus, dass ich euch schicke. Ich werde nach Eldenwurz gehen, Eure Majestät. Ja, allerdings werden wir das erst in der nächsten Folge machen. Dann werden wir Meine Königin, Captain. Wie kann ich heute die Ziele des Dominions fördern? Danke, Eiren, dass du. Kleiner Bruder. So, ihr seid hier. So nennt ihr mich nur, wenn ihr etwas bereut. Oder von dem ihr erwartet, es zu bereuen. Nämon, aber was haben sie euch gesagt? Als ihr euch Vaters Krone nahmt, nanntet ihr mich nicht einmal kleiner Bruder. Wusstet ihr das? Bitte, ich muss es wissen. Ich habe gehört, ihr habt meine Frau zur Verräterin erklärt. Dass ihr Estres Tod angeordnet habt. Nun? Jetzt ist sie weg, nicht wahr? Kleiner Bruder, ich hätte es euch selbst gesagt, wenn ich gekonnt hätte. Bereut nichts, liebe Schwester. Ihr habt alles Notwendige für den Ruhm des Dominions getan. Wie könnte darin Schande liegen? Ja, dieser Bruder macht sogar meinem süßen Kaninchen Angst, wie ihr seht. Und nachdem wir dies auch noch gehört haben, was ich eben sagen wollte, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Und wir sehen dann in der nächsten Folge, wie wir mit dem Schiff nach Gradwald rübergehen. Und ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube, wir müssen eigentlich nur nach oben in den Baum rein. Das heißt, eigentlich müssten wir das mit dem Schiff nicht mehr machen, aber ich werde es trotzdem mal machen, damit ihr seht, was ihr eigentlich machen würdet, wenn ihr mit der Geschichte weitergeht. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann! Ciao!